Ja, wir sind da auf der Autobahn da von Bertschach Richtung Villach. Und ich möchte euch heute etwas erzählen über die typischen Mobilfunkschäden in der Nähe von den Mobilfunksendern. Vielleicht kurz zur Erklärung: Diese Mobilfunkmasten, da sehen Sie mehrere Antennen drauf. Das sind so längliche Balken und diese Balken, die strahlen in eine bestimmte Richtung von so circa 120 Grad. Da entlang der Autobahn ist es natürlich wichtig, dass man die Autobahnstrecke bestrahlt, wo die Autofahrer telefonieren, damit eben der Telefonverkehr funktionieren kann. Und diese Antennen, die strahlen so seitliche Keulen, die gehen dann schräg nach unten. Und da kann man dann sehen, dass diese Keulen dann, die schräg nach unten strahlen, auch die Bäume abtöten. Wenn wir jetzt da jetzt vorne nach vorne schauen, ja, und dann da nach rechts, dann sieht man da, dass da sehr viele Nadelbäume sind, ja. Und jetzt sieht man da tote Äste rausstehen und dann plötzlich wieder grün und dann wieder tote Äste. Da ist wieder ein bisschen mehr grün. Also die Nadelbäume, die verlieren weniger. Die Blätter, die können das nicht. Aber da ist wieder abgelaubt. Und da sehen Sie da hinten, dass die sehr viele Bäume da komplett alles verloren haben. Die sind wieder grün. Der hat abgelaubt. Da sind jetzt wieder Teile, sind alle grün. Die haben die Blätter noch nicht verloren. Und der hat es auch nicht verloren, da sehen wir wieder ein Loch. Die haben alle Blätter verloren, da sind sie wieder grün. Und das braucht es nicht wundern, wenn wir da links rüber schauen, dann sehen Sie hier diesen Sendemasten und der hat mehrere Sektorantennen, so nennt man das. Und die strahlen da das runter. Wenn wir jetzt rechts schauen, dann sehen wir wieder, dass da auch da hinauf die Bäume die Blätter verloren haben. Die haben es noch nicht verloren, die haben es verloren. Bis daher, die haben es auch verloren im Loch und da sind sie plötzlich wieder grün. Sehen Sie, die Bäume sind alle noch grün. Da haben sie wieder alle Blätter verloren. Und das ist auch das Typische an den Mobilfunkschäden, wie man sie auch im Juli und August schon beobachten kann. Dass sie eben sie rollen dann schon im Juli die Blätter ein, das Grün verschwindet, sie verfärben sich braun und fallen dann ab. Und natürlich ist das jetzt ein Schaden für die Waldbesitzer, denn der Baum lebt von den Blättern, über die Blätter kann er sein Leben erhalten, über die Blätter kann er assimilieren, kann auch Kohlenstoff binden und kann er wachsen. Das war jetzt ein typisches Beispiel für die Schäden an den Laubbäumen. Bei den Nadelbäumen sieht es natürlich anders aus. Bei den Nadelbäumen passiert Folgendes, wenn die in der Nähe von den Masten stehen, dass sie oben also eine Art Buschwipfel austreiben, also mehrere Wipfel, dann treiben sie plötzlich sehr viele Zapfen aus im Wipfelbereich, wenn sie eben mit Mikrowellen aus den Mobilfunksendern beschossen werden. Und die nächste Stufe ist dann, dass der Wipfel überhaupt abstirbt, der Baum kann dann nicht mehr in die Höhe wachsen. Und das ist dann ein großer Schaden für die Bauern und für die Waldbesitzer, denn wenn der Baum nicht mehr in die Länge wachsen kann, dann hat er natürlich weniger verwertbare Festmeter, die man dann bezahlt bekommt, wenn man sein Sägewerk verkauft. Und die Bauern, die leben ja davon, dass sie die ganze Arbeit machen und wenn ihnen dann viele Meter an Festmeter fehlen, haben sie den Schaden, den können sie dann einklagen und von der Mobilfunkfirma ersetzen lassen. So, und als nächstes werde ich euch ein anderes Beispiel zeigen. Ja? Ja, wir sind jetzt auf der Fahrt von Landskron Richtung Wernberg. Und man kann da sehen, dass da draußen eine Starkstromleitung geht, ziemlich starke Leitung. Und wenn wir da vorne rüber schauen, sehen wir da einen Masten und da sind auch Handysender drauf. Und wenn wir uns da jetzt die Bäume anschauen, so können wir das sehen, dass da die Fichten abgestorben sind. Sehen Sie das, diese abgestorbenen Fichten da? Hier die Starkstromleitungen auch. Und der Starkstrom. Und ich möchte jetzt einfach das eine sagen, dass festgestellt wurde, dass in der Nähe von den Starkstromleitungen
die Schäden an den Fichten um das Vielfache höher sind, als man annehmen würde. Wenn man sagt, man hat zwei Einflussfaktoren, den Starkstrom und das Kraftfeld der Starkstromleitung und den Einfluss des Mobilfunks. Und es wurde festgestellt, dass wenn eben diese beiden Faktoren auf die Fichten strahlen, ist es so, dass die Schäden nicht doppelt so groß sein, sondern ein Vielfaches höher sind. Man kann also entlang der Starkstromleitungen feststellen, dass die Fichten jetzt starke Schäden haben oder überhaupt absterben. So, wir sind jetzt auf der Strecke von Wernberg Richtung Klagenfurt und ich möchte jetzt einfach zeigen, dass es viele Bauern sich darüber wundern, warum speziell der Waldrand als erstes abstirbt. Und wenn wir uns hier die Bäume anschauen, so können wir da sehen, dass hier in diesem Bereich sind in der Mitte hinten zwei braune Bäume und die sind schon abgestorben. Hier haben wir noch ein paar Fichten, die haben noch nicht so arge Schäden, aber sie haben stark schon die Nadeln verloren. Ich möchte jetzt einfach das eine nochmals zeigen, und zwar aus einer anderen Perspektive. Wir werden dann vorne den Handymasten sehen und Sie sehen dann am Handymasten, dass dort mehrere Antennen drauf sind, weil diese Antennen, die müssen diese Strecke der Autobahn ausstrahlen oder bestrahlen, um einen guten Handyempfang zu haben. Ich möchte den Autofahrern auch und den Handybesitzern einen guten Tipp geben: Schalten Sie unbedingt im Auto das Handy aus. Weil beim Autofahren gibt es eine permanente Funkverbindung zwischen Ihrem Handy und den Handymasten, weil die Handymasten müssen dann ausrechnen, welcher Handymasten soll denn Ihr Auto jetzt mit Funk versorgen, damit Ihr Handy auch funktioniert. Also schalten Sie es aus, denn es funkt auch, wenn Sie nicht telefonieren. Jetzt kommen wir jetzt um die Kurve und wenn Sie jetzt da rausschauen, dann sehen Sie da vorne links einen Handymasten. Dieser Handymasten, der bestrahlt also diese Strecke darunter und darauf. Und wenn wir ein Stückchen weiterfahren, dann werden Sie auf der rechten Seite den nächsten Handymasten sehen, der diese Funktion erfüllt. Der kommt jetzt da raus. Sie sehen, dass diese Strecke wird von zwei Handymasten eingestrahlt, von vielen Antennen. Und wenn man jetzt auf der linken Seite schaut, auf der linken Seite die Bäume beobachtet, dann sieht man, dass diese Bäume zum Beispiel alle die Blätter haben. Die nächsten haben alle die Blätter verloren, die haben sie wieder. Jetzt haben sie da links wieder die Blätter alle verloren, die Äste stehen raus. Zwischendurch ein paar, die haben noch die Blätter. Da ist alles abgestorben, weil es von zwei Handymasten bestrahlt wird. Dann haben wir hier wieder plötzlich grün. Da fährt keine Keule hinein. Dann haben wir wieder hier, die haben sie die ganzen Blätter verloren. Und dann sind sie wieder grün, haben sie es nicht verloren. Hier sind sie wieder grün, hier haben sie es wieder verloren. Jetzt haben wir wieder diesen Kieferteil. Natürlich haben sie dann festgestellt, dass die Kiefern natürlich, die haben kürzere Nadeln und die haben nicht diese Schäden wie zum Beispiel die Fichten. Ich werde das dann später noch, wir machen da eine Rast, ich werde dann später noch erklären, warum insbesondere die Fichten so starke Schäden aufweisen. Und die Fichten sind für unsere Bauern, für die Waldbesitzer ein ganz starkes Kapital, weil viele Bauern halten den Wald als eiserne Reserve, sollte mal was sein. Ein Umbau beim Haus braucht man größeres Kapital und dann schlagen sie eben dann mehrere Bäume. Und wir haben jetzt das Problem, dass die Bauern alle in ihren Waldungen schon Schäden feststellen. Die Fichten haben zwischen 30% und 70% ihrer Nadeln verloren. Natürlich kann ein Baum, der einen großen Prozentsatz an Nadeln verloren hat, nicht mehr so viel Stamm bilden,
als das normalerweise würde. Oder wenn die Fichten im Wipfelbereich dann absterben, wächst der Baum nicht mehr in die Länge und die Bauern haben einen gewaltigen Schaden. Es ist natürlich auch den Sachverständigen für den Forst und für den Wald und die für die Waldpflege zuständig und verantwortlich sind, auch schon aufgefallen, dass in der Nähe der Mobilfunksender und vor allem in der Nähe der, entlang der Autobahnen die Fichten ganz arge Schäden aufweisen. Ja. Insbesondere in der Nähe der Mobilfunksendeanlagen sterben die Fichten ab und sterben auch die Laubbäume ab. Ja. Natürlich schauen die Schäden dann unterschiedlich aus und ich werde euch später noch anhand anderen Beispielen zeigen, wie diese typischen Waldschädigungen dann aussehen. Ja, wir sind jetzt auf der Strecke da von Börtschach Richtung Klagenfurt vor dieser Raststation. Und hier möchte ich euch was ganz Interessantes zeigen. Ja? Wenn wir da jetzt die Autobahn entlang fahren, da oben ist diese Beschränkung, da dieser Balken. Und wenn wir dann genau in der geraden Verlängerung raufschauen, so sehen wir da einen dunkelbraunen Fleck. Und dieser dunkelbraune Fleck, der ist ein Stück Wald, das eben abgestorben ist. Und das sind Fichten, die sind abgestorben. Denn der Mast da an der rechten Seite, der muss eben diesen Bereich der Autobahn einstrahlen und, darin kann man das dann sehen. Jetzt sind wir wieder ein Stückchen weiter die Autobahn entlang und ich möchte euch zeigen, dass hier auf der linken Seite, auf der Kuppe, sind auch die Fichten abgestorben. Hier sieht man, dass die Bäume noch die Blätter drauf haben, aber hier an der Kuppe sind alle Fichten abgestorben. Und ein Stückchen weiter, wenn wir da links, jetzt links hinaufschauen, sind auch die Fichten abgestorben. So, wir haben jetzt die nächste Kurve. Sie sehen hier den Sendemasten da. Und Sie sehen auch oben, dass der diese Balken drauf hat. Das heißt, er sendet in diese Richtung. Nach jeder Kurve braucht man einen neuen Sendemasten, weil er muss dann die nächste Richtung einstrahlen. Und was eben festgestellt wurde, ist, dass in der Nähe der Handysender dann diese typischen Schäden auftreten, so wie hier links sehen Sie die abgestorbene Fichte hier. Ja? Diese Fichte ist die erste stirbt als erstes und die nächsten Fichten dahinter sterben dann als später. Wenn wir da gerade ausschauen, da sehen wir da zwei Masten und dahinter sehen wir einen kahlen Fleck. Da sind bereits die Fichten alle abgestorben und geschlägert worden und sie wachsen jetzt nicht mehr, weil sie hier genau in der Hauptkeule sind. Ja, wir sind da auf einer Raststätte Richtung Klagenfurt, oberhalb von Börtschach. Und da möchte ich eigentlich eine interessante Geschichte erzählen. Wir haben vor einem guten Monat diese Stelle schon mal aufgenommen und die typischen Mobilfunkschäden an den Nadelbäumen und an den Laubbäumen beschrieben. Und jetzt möchte ich eigentlich euch Folgendes Interessante zeigen. Ja. Wenn wir darüber schauen auf diese auf diesem Baum, es ist eine serbische Fichte und diese serbische Fichte, an der sieht man ganz typische Schäden. Ja? Normalerweise sind an der Fichte die Nadeln alle grün, aber wenn sie sehr stark bestrahlt werden, verbrennen sie, es ist die thermische Wirkung, verbrennen sie durch diese Mikrowellen, die aus den Antennen strahlen und verlieren dann die Nadeln. Man kann dann jetzt da rechts im unteren Bereich genau sehen, dass dieser Ast sämtliche Nadeln verloren hat. Und auch im oberen Mittelteil sieht man auch einen Ast, der sämtliche Nadeln verloren hat. Hier sind faktisch die Nadeln verbrannt oder dermaßen geschädigt worden durch den Mobilfunk, dass sie abfallen.
Auch im oberen Bereich kann man sehen, dass der Wipfel komplett verkrüppelt ist und dann schräg nach einer Seite wächst. Und da kann man eben sehen, dass das typische Schäden sind, die durch Mobilfunk entstehen. Das nächste, was ganz lustig ist, da unten da sieht man einen Baumstumpf. Und das, an dem kann man sehen, dass er vor nicht allzu langer Zeit dass der Baum vor nicht allzu langer Zeit weggeschnitten wurde. Bei unserer letzten Filmaufnahme waren noch zwei solche Bäume zu sehen und auch beim zweiten Baum ganz massive Schäden. Natürlich ist es so, dass wenn man die Bäume länger mit Mobilfunk bestrahlt, so sterben sie ab und müssen dann entfernt werden. Wenn Sie sich diesen Stock anschauen, der ist schon länger weggeschnitten worden. Und das ist eben das Problem, dass in der Nähe von den Mobilfunksendeanlagen die Bäume alle absterben. Und wenn Sie sich den nächsten Strumpf anschauen, so werden Sie hier feststellen, dass er auch abgeschnitten wurde. Und die Leute, die zuständig sind dafür, die machen das nicht zum Spaß, sondern eben, weil die Bäume abgestorben sind. An der Größe kann man sehen, dass an der Größe des Baumstumpfes kann man eindeutig sehen, dass dieser Baum viel zu früh geschlägert werden musste und dass er seine normale Lebenszeit überhaupt nicht erreicht hat, denn sonst wäre der Baumstumpf bei Weitem größer. Und wenn wir jetzt weitergehen auf dieser Strecke, sehen wir hier, dass dieser Baum im unteren Bereich grün ist. Im oberen Bereich hat er die Narben, die Blätter alle verloren. Der nächste Baum hat fast keine Blätter mehr. Und im Vergleich dazu, der nächste Baum hat noch alle Blätter drauf. Und am Stamm kann man erkennen, dass das eigentlich Bäume sind, die eigentlich von der Baumart dieselben sind. Ja? Sie sollten eigentlich zur selben Zeit die Blätter abwerfen. Aber das Problem ist jetzt folgende. Eine solche Antenne hat eine Art Hauptkeule. Da geht die stärkste Strahlung hinaus. Und diese Hauptkeule muss natürlich die Autobahn in diese Richtung bestrahlen. Denn hier sind die Autofahrer. Aber es ist so, dass es sogenannte Nebenkeulen gibt und die fahren so schräg nach unten, sodass sie in etwa 20 Meter irgendwann einmal schlägt eine Nebenkeule, trifft am Boden auf, oder in 40 Meter trifft eine Nebenkeule am Boden auf, oder oft erst in 60 Meter trifft eine Nebenkeule am Boden auf und dort verbrennen dann die Bäume und verlieren zuerst einmal die Blätter, und wenn sie ein paar Jahre keine Blätter mehr haben, dann stirbt auch der Stamm ab. Wir können das auch noch einmal ganz genau sehen, hier an diesen Antennen, an den vielen Antennen, da fährt eine Nebenkeule in den oberen Bereich hinein, unterer Bereich fährt keine Nebenkeule hinein, deshalb ist der untere Bereich noch grün, im oberen Bereich sind die Blätter verbrannt und abgestorben. Dieser Baum ist ganz arg dran. Man sieht da nur mehr im oberen Drittel sieht man grüne Blätter. Das im unteren Drittel eigentlich sieht man noch grüne Blätter. Aber im oberen Bereich hat er bereits alle Blätter verloren und die sind schon viel früher abgestorben. Und das sollte uns nicht wundern, dass dieser Baum in den nächsten 2-3 Jahren absterben wird, weil er eben viel zu früh die Blätter verlieren muss. Und wenn er die Blätter verliert, kann er seine Funktion nicht mehr erfüllen, weil die Blätter helfen auch, Holz zu bilden und Staummasse zu bilden. Natürlich, den Stamm könnte man später für Möbelholz verkaufen, zu einem guten Preis, oder als Brennholz. Aber wenn er vorzeitig abstirbt, hat natürlich der Besitzer hier einen großen Schaden. Ich möchte auch auf Folgendes hinweisen, dass in den Städten jetzt die Fichtenschäden ganz arg sind. Auch am Stadtrand kann man beobachten, dass in den Wäldern etwa alle 100 Meter entsteht ein Käfernest.
weil dort eben eine Hauptkeule oder Seitenkeule aus einem der vielen Masten hineinstrahlt, hineinbrennt und die Fichten regelrecht verbrennt, sodass sie absterben. Ja. Es ist auch ganz interessant, den Bauern wird dann vorgeschrieben, dass sie diese Käferbäume, so nennen sie dann, weil sie werden vom Käfer befallen, nur geschwächte Bäume werden vom Käfer befallen. Den Bauern wird dann vorgeschrieben, dass sie diese Bäume entfernen müssen und sie wundern sich, dass sie die Bäume dann natürlich entfernen. Und 2-3 Jahre später wird dann das Loch immer größer, weil nämlich diese Bäume von den Mobilfunkmasten weiterhin bestrahlt werden, weiterhin mit Mikrowellen beschossen werden, weiterhin mit schädigender Mikrowellenstrahlung bearbeitet werden. Und das Käfernest wird immer größer. Und es bringt eigentlich nichts, das den Bauern vorzuschreiben, dass sie diese Mobilfunkkäfernester eben säubern müssen und die geschädigten Bäume entfernen müssen. Denn der Verursacher für diese Käfernester ist natürlich der Mobilfunk. Und man muss diese Antennen genau bestimmen und diese Antennen müssen abgebaut werden. Und natürlich müssen die Mobilfunkbetreiber den Bauern diese Schäden ersetzen. Sie müssen auch der Stadtgemeinde, die auch kaputte Bäume hat, den Schaden ersetzen, und auch den Landesbehörden auf den Landesstraßen müssen auch diese Schäden an den Bäumen ersetzt werden, die durch Mobilfunksendeanlagen verursacht werden. Jeder, der ein bisschen ein juristisches Verständnis hat, dem ist natürlich klar, dass der Verursacher die Schäden ersetzen muss. Es darf auf keinen Fall sein, dass die Stadtbürger, die Gemeindebürger, die kaputten Bäume bezahlen müssen, die von der Telekom oder T-Mobile verursacht werden. Natürlich müssen die Gemeinden und auch die juristischen Vertreter der Gemeinden Wert legen und sicherstellen, dass die durch Mobilfunk verursachten Baumschäden von den Mobilfunkfirmen bezahlt werden. Und sollte das auf einfachen Wege nicht möglich sein, so ist das aus juristischer Sicht im Regresswege durchaus durchsetzbar. Voraussetzung dafür ist, dass die Stadtgärtnereien über geeignete Messgeräte verfügen. Sie können sich das dann von den Sachverständigen für Mobilfunk professionell noch einmal nachmessen lassen. Es lässt sich auch weiterhin beweisen durch das Strahlungsverhalten der Antennen, denn alle Antennen haben nicht das gleiche Strahlungsverhalten. Im Wesentlichen gibt es da eine Nebenkeule, ist es da die Hauptkeule, die Baumschäden verursacht. Und somit hat man 2 Beweisverfahren, um sicher nachweisen zu können, welche Bäume sterben durch Mobilfunk frühzeitig und welche Bäume sterben an Altersschwäche, weil sie 100 oder 200 Jahre alt geworden sind. Also wir kommen da sicherlich in einen Bereich hinein, wo die Gemeinden und auch die Länder zusätzliche Finanzmittel lukrieren können auf ganz legalen Wege, und die Mobilfunkfirmen müssen den Schadenersatz bezahlen. Wir sind jetzt da in der Einfahrt nach Klagenfurt. Das ist die erste Abfahrt da zum Minimundus. Und wir sehen da schon an der Einfahrt da an diesen Bäumen da. Da vorne an diesen Bäumen sehen wir, dass da die ersten Bäume keine Nadel mehr haben. Ja? Die ersten Bäume haben da keine Nadel mehr, die sind da schon abgestorben, die Fichten. Natürlich ist es so, dass jetzt hier im Herbst die Bäume auch alle die Nadel verlieren. Die Blätter verlieren. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einfach noch erzählen, dass unsere Selbsthilfegruppe Elektrosmog sich vor allem auch damit beschäftigt, wie schützen wir uns Menschen vor dieser starken Mobilfunkstrahlung. Da möchte ich euch einfach ein paar Tipps weitergeben, die ihr auch von den medizinischen Sachverständigen bestätigt bekommen werdet. Auch der Gesundheitsminister weist immer wieder darauf hin, wie man eben mit einem Handy umgehen soll und mit WLAN und diesen Strahlungsapparaturen.
Im Wesentlichen geht es darum, wenn Sie wirklich ein Handy brauchen, nutzen Sie es nur für den Notfall. Ja? Wenn Sie zu Hause sind, telefonieren Sie mit dem Festnetzapparat. Denn der Festnetzapparat sendet keine Funkwellen aus. Der Festnetzapparat, der hat ein Kabel, der verbindet den Hörer mit dem Apparat. Und da geht faktisch diese Informationswelle durch das Kabel und es entsteht keine Funkwelle und niemand wird dadurch Funkwellen gestört. Es fallen, sage ich das auch deshalb, denn man hat festgestellt, dass diese GSM- und UMTS-Wellen, das sind gepulste Wellen, die sind völlig unnatürlich, unser Körper kennt das überhaupt nicht. Und versucht dann aber, sich dagegen zu wehren. Also wenn man die Wahl hat zwischen Festnetz und Handy, bitte mit Festnetz telefonieren. Und dann, wenn man wirklich mit dem Handy telefonieren muss, telefonieren Sie kurz. Sie müssen bedenken, dass dieser ganze Funkverkehr von Handy zu Handy, der geht alles durch die Luft, ja. Und wenn man dann mit dem Handy telefoniert, stört man nicht nur sich selber, sondern auch die anderen. Jetzt kommen wir da vorne zur Kreuzung, da steht links ein großes Gebäude. Und Sie sehen da an diesen Bäumen, dass die Schädigungen aufweisen. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt da gegenüber diesen Baum ansehen, so sehen Sie an dieser Fichte, dass die erste noch Nadeln drauf hat, jedoch die dahinter hat die Nadeln verloren. Wenn wir jetzt da ein Stückchen weiter schauen auf die linke Seite, da sehen wir hier ein Gebäude und Sie können hier auf diesem Gebäude durchaus feststellen, dass hier Antennen drauf sind. Wenn wir hier weiterfahren, sehen Sie hier hinter der Birke diese Antennenanlage. So, wenn wir jetzt diese Straße weiterfahren, so kann man feststellen, dass hier diese Fichte ganz typische Schädigungen aufweist. Und wenn wir jetzt die nächsten Fichten anschauen, dann sehen Sie, dass diese Fichten auch abgestorben sind. Die erste ist fast ganz abgestorben, sie hat nur ein paar Nadeln drauf. Die nächste Fichte dahinter bekommt schon weniger Strahlung ab, die lebt noch. Es sollte nicht wundern, dass die Förster da, die hier zuständig sind, feststellen, dass da hier am Kreuzbergl eben stellenweise Käfernester entstehen und jetzt neu entstehen, weil eben die Hauptkeulen der verschiedenen Handysender nicht nur auf die Gebäude und auf die Häuser treffen, wo ja die Leute drin sind, die mit dem Handy telefonieren, sondern dass diese Hauptkeulen und Nebenkeulen auch im Wald eintreffen, dort die Fichten schwächen und natürlich hat es dann der Käfer, der die Fichten befallen kann und von Fichtenbäumen lebt, viel leichter die geschwächten Bäume zu befallen und dann den Baum mittelfristig oder längerfristig zum Absterben zu bringen. Wir schauen uns jetzt da noch eine weitere Stelle an und zwar um noch einmal zu zeigen, wie diese Nebenkeulen auf Laubbäume wirken. Wir nehmen dann die Strecke vom Minimundus Richtung Stadtzentrum. Ja, vielleicht dann noch der nächste Tipp für die Handybesitzer. Ein guter Tipp, wie Sie sich vor gefährlicher Handystrahlung schützen können. Wenn Sie das Handy einschalten, halten Sie es mindestens einen Meter vom Körper weg. Weil nach dem Einschalten meldet sich das Handy bei allen Sendern an und die Sender müssen dann berechnen, welcher Sender soll denn dieses Handy jetzt mit Mobilfunk versorgen.
Und da hat man in der ersten Zeit einen ganz starken Elektrosmog und einen sehr starken Impuls auf den Körper. Deshalb noch am Einhalten das Handy möglichst weit weghalten und so lange warten, bis der Verbindungsaufbau sichergestellt ist. Und dann beim Telefonieren ein ganz wichtiger Tipp: Halten Sie auf keinen Fall das Handy an den Kopf. Ja? Halten Sie auf keinen Fall das Handy ans Ohr, ja? Sondern halten Sie es 1 Meter weit weg. Schalten Sie den Lautsprecher ein, benutzen Sie die Lautsprecherfunktion, denn dann bekommt der Körper viel weniger Mobilfunk ab. So, wenn wir uns jetzt diese Baumreihe da anschauen, dann sehen wir hier das eine, dass manche Bäume ganz grün sind, dann haben sie das Laub verloren. Andere sind wieder ganz grün, hier der ganz grün, der hat schon wieder das Laub verloren, der ist noch grün. Wenn wir jetzt nach rechts schwenken, sehen wir einen ganz starken Handysender. Ja? Und Sie sehen, der ist ordentlich bestückt mit allen, was Rang und Namen hat. Wenn wir wieder da geradeaus schauen, dann sehen wir da in der Verlängerung auf der rechten Seite vor dem orangen Haus eine Fichte. Und die hat eine ganz eigenartige Wuchsform. Diese Fichte da hinter der Geige, jetzt kommt sie nochmal zum Vorschein, die hat ein paar lange Äste unten noch und dann ist sie noch ein bisschen in die Höhe gewachsen und der Wipfel biegt sich dann nach links, weil sie darf nicht höher wachsen als das orange Haus. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, warum hat diese Fichte diese eigenartige Wuchsform? Sie war einmal groß und stark, oder es kann auch eine Lehre sein, durchaus. Groß und stark, hat Äste ausgebildet, dann wurde da eine Masten aufgebaut und dann sind die nächsten Seitentriebe alle abgestorben. Ja? Und dann ist sie bis zur Höhe von dem Haus gewachsen und hat dann von der anderen Seite auch die Strahlung abbekommen und dann hat dieser Baum einfach gesagt, ich kann jetzt nicht mehr in die Höhe wachsen, denn oben gibt es so viel Elektrosmog, dass ich absterben muss. Also hat dieser Baum einfach angefangen nach links zu wachsen und einfach damit sie nicht absterben muss. Ja. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch ein Blick auf diese Fichte da rechts vorne. Sie sehen, diese Fichte steht alleine. Diese Fichte bekommt von allen Seiten Licht und trotzdem kann man durch diese Fichte durchschauen. Die Zweige stehen alle nach unten. Das ist das sogenannte Lametta-Syndrom und eben das typische Zeichen an einer Fichte, die abstirbt, ist, sie verliert die Nadeln. Man kann durch die Fichte durchschauen, die Zweige hängen alle kraftlos nach unten. Nächste Stufe ist, dass sie alle die Nadeln verlieren und dann stirbt der Wipfel ab und dann sterben die Zweige ab und dann stirbt die Fichte ab. Das ist das Ende einer Mobilfunkfichte.